So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Total War Three Kingdoms mit Liu Hong. Also wir waren ja zuletzt in dem Gefecht, ich hatte das ja nur als Speicherpunkt genommen. Ich hatte nämlich gerade mal geschaut, ob das Ganze jetzt weg ist. Laden fortsetzen. Hat sich also jetzt nichts verändert. Ich habe das Spiel mal neu geladen und wer hätte es gedacht? Es läuft nicht mehr unflüssig. Also es hat sich wieder... Es war irgendein Fehler. Hier muss irgendein Schankbar gewesen sein. Irgendwelche Schatten, die vielleicht merkwürdig geladen sind. Aber das ist ja eine Kleinigkeit, da neu zu laden. Ansonsten, ich hatte vorher sogar noch mal mit meinem FPS-Benchmarker Riva Tuner Statistik-Server geschaut und ich hatte hier in dem Bereich immer so 60, 70 FPS auf der Kampagne. Und als ich dann hier im Norden war, hatte ich dann plötzlich 30 FPS. Immer so Einbrüche von 30, 40, auf 30, 40 FPS. Die sind jetzt verschwunden, alles gut, aber es war schon ein bisschen merkwürdig, muss ich doch sagen. Nun gut. Ja, die Frage ist halt, will ich dann hier jetzt überhaupt erobern? Also ich wäre mit der Armee so oder so in Richtung Norden gezogen. Wir schlagen zu, wie eine Klinge. So, haben wir eine vernichtende Niederlage. Im Nachkampf geht dasselbe. Ja, wir belagern erstmal. Schlag gemeinsam zu! Der jetzt hier direkt Verschleiß? Ne, der hält ein paar Runden aus. Der hält zwei Runden aus, bis dort der Verschleiß entsteht. Der hat halt vor Ort sogar einen Verwalter. Was man probieren kann, ist, ob wir vielleicht Mut. Die Kapitulation erbitten können. Ah, geht nicht. Der Fraktionsführer kennt nur Zerstörung. Er und seine Generäle werden niemals einer Kapitulation zustimmen, diese anbieten oder fordern. Okay. Es ist Zeit, dass wir gehört werden. Dann ist es so. Ja, dann hatten wir zuletzt auch Hangshan erobert. Ich hätte schon gesagt, das ist ein Werkzeuglager, es ist eine Minensiedlung, mehr oder weniger. Jetzt haben wir auch wieder selber Zugriff auf Werkzeuge. Die wurden ja auch schon lange Zeit vor dem Ganzen hier gehandelt. Aus Linju durch das Han-Kaiserreich. Ja, wir werden dann nächste Runde noch diese kleinere Streitkraft hier besiegen und dann bis nach Dangku vorrücken. Die Stadt dann ebenfalls erobern. Den Jiameng-Pass würde ich dann auch gern wieder aufbauen. Mal schauen, was sich hier sonst noch anbietet. Mal gucken, was sich sonst noch anbietet. So, haben wir neue Spione. Hier sind wieder einige zur Auswahl, aber niemand aus einer Fraktion, wo ich mir das gerne wünschen würde. Wir warten also, bis jemand aus der Fraktion von Cao Cao oder San Jian dazukommt. Ins Han-Kaiserreich müssen wir nicht unbedingt jemanden entsenden. Ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, wie lange sich die Han halten. Ja, also die Han. Also im Norden sind sie größtenteils jetzt natürlich besiegt worden, aber im Süden halten sie schon noch einige Regionen. Na doch, im Norden auch. Ich hatte die gerade verwechselt. Die haben nicht ganz so ein dunkles Rot wie San Jian. Na doch, die Han halten doch noch etliche Gebiete. Und gerade hier im Süden haben die sich eine Bleibe aufgebaut, ne? So, der Tribut liegt weiterhin knapp unter 10.000. 12.000 Einnahmen derzeitig pro Runde. So, will ich eigentlich gar nicht zögern. Ja, ich denke, ich werde jetzt hier auch in Wangxiang jetzt diese Patrouille abreißen. Brauchen wir ein anderes Gebäude dazu. Ich denke mal, hier droht uns aktuell keine Gefahr mehr. Hier sind keine Turban-Rebellen unbedingt in Reichweite. Hier im Süden laufen zwar ein paar Armeen rum. In Suyang haben sich auch Truppen bereit gemacht. Die werden aber sicherlich bald besiegt werden. Hier kommt schon eine starke Streitkraft. Genau, das heißt, dort werden wir jetzt die Garnison entfernen. Dasselbe mache ich jetzt auch in Richeng. In der Stadt Richeng. Braucht kein Mensch, weg damit. So, Shang'an lasse ich das erstmal stehen, weil da haben wir es schon auf Stufe 3. Das ist dann eine etwas andere Geschichte. Donping Ling. Bleibt es noch für ein, zwei Runden stehen. Auch dort werde ich es bald entfernen dann. Ja, das sind erstmal die Siedlungen, wo ich das jetzt entfernen wollte. Und
Wir müssen die Führung so, übernehmen. So, Yan Bai Hu. Hier haben wir die erhöhte Verstärkungsrate, ne? Naja, da soll mal hier in den Hinterhalt gehen. So. Bereitet den Hinterhalt vor. Dann baue ich in Pingyuan jetzt hier ein Büro des Währungskontrolleurs. Für eine verringerte Korruption. Und was mache ich mit der Streitkraft? Die soll ja nicht die ganze Zeit jetzt hier voll rumsitzen und nichts tun. Und nichts tun, so. Das wird sich halt kaum verhindern lassen hier mit dem Verfall. Wir haben nächstes Mal noch einen weiteren Bauslot. Hier werde ich auf Alpha einen Tempel bauen müssen, der sich irgendwie mit der Zufriedenheit hier auseinandersetzt. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir mit ihm noch was. Greifen wir Guang Yu an oder nicht? Steht hier mit allen Streitkräften im Lager. Bekommt sogar Verschleiß. Das ist gut. Das läuft alles zu unserem Vorteil. Meine Kampffähigkeiten sind unübertroffen. Ich würde ein bisschen näher kommen, tatsächlich. Nein. Kann ich da noch ein bisschen näher? Ja, wir kommen bis hierher. Mit Gerechtigkeit! Dann schlage ich mein eigenes Lager auf. Schlag das Lager auf. So. Ja, es liegt ein bisschen am Regen, wenn hier oben die FPS nachlassen. Also ich habe den Eindruck, es liegt so ein bisschen am Regen, ja. Ganz sicher kann ich mir auch nicht sein. Weiter geht's. Ja, der will die Stadt Liling angreifen. Soll er probieren. Die Garnison müsste jetzt genau in dieser Runde auch vollzählig sein. Noch mehr Rebellen. Es ist nicht gut, wenn die Rebellen weiter Siedlungen erobern. Liu Jan wurde vernichtet. Ui. Das war die letzte Stadt von Liu Jan. Okay, das ist krass. Wenn man überlegt, dass dem mal hier ein Großteil des Westens gehört hat. Brüderlich versus treu. Fraktion hat mehr gehört. Liu Yan, dem haben wir diese ganzen Gebiete hier gehört und mittlerweile haben wir überall Turban-Rebellen, ne? Nicht gut. So, wir haben Patrouillen abgerissen. Dann errichte ich jetzt in der Region. Plus 5 öffentliche Ordnung. Gut, hier baue ich ein Gericht. Ja, warte, wir warten mit dem Gericht noch. Ich baue hier tatsächlich jetzt eine Steuererhebung. Das erhöht die öffentliche Ordnung. Ich muss aber wissen, dass hier auch der Eifer erhöht wird. Ich sollte also dann gleichzeitig auch den konfuzianischen Tempel weiter aufbauen. So, ich baue die Steuererhebung. Und hier in Wangxiang errichte ich plus 6 öffentliche Ordnung. Ja, also wenn wir das hier weiter aufbauen, würde ich irgendwann einen Tempel bauen. Noch ist der Tempel aber nicht notwendig. Ich baue mal die Bezirksverwaltung. So, dann haben wir eine Großstadt errichtet in Yuxiang.
Dann haben wir hier die Möglichkeit, Nutztiergehöft zu errichten. Das erhöht nochmal die Nahrungsproduktion um plus 3. Kostet nur 1700. So, das Büro des Währungskontrolleurs wurde gebaut. In Nansheng baue ich jetzt die Händler-Meldebehörde. Und wir haben eine kleine regionale Stadt hier in Anji errichtet. So, und hier bauen wir jetzt auf alle Fälle den Tempel. Das hatte ich ja ohnehin vor. So, es sind neue Kandidaten am Hof angekommen. Der ist 34 und Level 5. Rekrutiere ich mal. Das gefällt mir. Wie oft es regnet in dieser Kampagne. Das ist wirklich lästig. Ich weiß nicht, ob man Wetter irgendwo ausstellen kann. Ich meine, wenn ich das hier auf der Kampagnenkarte aufstelle, dann wird es auch im Gefecht ausgestellt. Das will ich dann wiederum nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich schon sagen. Es soll nicht so oft regnen, aber gut, wir haben es Herbst, ne? Das gehört einfach zum Herbstflair dazu. Ach, blöder Regen. Oder kann man zumindest Regen ausstellen? Ich meine, Nebel und alles andere kann von mir aus bleiben, aber Regen muss weg. Kann man das irgendwo ausstellen? Das wäre tatsächlich noch ganz gut, wenn sie die Fähigkeit oder die Einstellung irgendwo hinzufügen könnten. Naja. Ist in Ordnung. Wir machen immer noch 11.000 Gold pro Runde, also unsere Schatzkammer füllt sich wieder ein bisschen. So, Leiling müsste jetzt aufgefüllt sein, genau. In Rechtschaffenheit. So, nächste Runde gibt es dann erst Verschleiß. Und er bekommt immer mehr Verluste. Nochmal legen, ob ich ihn vielleicht angreifen soll. Aber er hat halt überall ein Lager aufgeschlagen. Ich bin kein Freund von diesen Lagerkämpfen. Selbst wenn ich selber das Lager besitze, spiele ich diese Schlachten sehr ungern. Weiter geht's. So, der Regen hat schon mal nachgelassen. Ja, am Schluss sind immer die Turban-Rebellen am Zug und deswegen wirbelt es dann auch in ganz China hin und her, weil die halt überall ihre Schauplätze haben. Natürlicher Tod, Shang Gong. Das ist der letzte Eunuch, der jetzt gestorben ist. Dieser General ist einem natürlichen Tod gestorben. Unabhängig davon, ob er groß geleistet oder die Jahre mit Belanglosigkeiten vergeudet hat, er hatte das Glück, eine ganze Lebenszeit nach seinen Wünschen verbringen zu können. Und damit haben wir jetzt einen Bürokrateneinfluss von null. Schön. Sehr schön. Und schon ist es Winter. Stehen hier eigentlich minus 1. So, wir haben den ländlichen Steuereintreiber gebaut. Die öffentliche Ordnung sinkt hier um minus 4 Punkte. So, dann errichte ich jetzt ein Gericht. Und einen. Und wir bauen noch die ländliche Verwaltungskanzlei auf. So. So, hier in Wangxiang errichte ich ein Magistrat. Und die Windfegewerkstätte. Dann Cheng.
Gut zu von Magnaten, Hütte. So, in Anji braucht es die nächste Stufe vom konfuzianischen Tempel. Das ging ja schnell. Wir haben den das Nutztiergriff haben wir in einer Runde gebaut. Hier steigt die öffentliche Ordnung. Und in Dongping Ling haben wir die kleine Regionalstadt gebaut. So. Hier haben wir ein Dorf mit Küstenhandel. Hier sollten wir also den Handel noch weiter ausbauen. Ich brauche mal eine Pferdewechselstation. Schwarzes Vollblut haben wir erhalten. Sergio hat List erhalten. Erhöht die Chance auf Hinterhalt und plus 12 Listpunkte für ihn. Der Auftrag wurde abberufen. Ja. Na, das geht doch gut voran. Und mir fehlt mir gerade ein bisschen die Action, also. Es fehlt an irgendetwas. So, der soll erstmal aufhören zu plündern. Lächelt uns zu! Ein weiterer Schritt zur Herrschaft. Alter, hat sogar noch Truppen aufgebaut. Und wir haben ein Pferd erhalten. Danke. Es scheint das Beste zu sein. Durch mein Blut fließt der Adel. So. Einen grauen Hengst haben wir erhalten. Ja, jetzt dauert es natürlich noch eine Weile, denn in drei Runden sind wir erst bei Danku. Und hier haben wir gelbe Torbahne. Ja, die gelben Torbahne übernehmen hier nach und nach das Land. Und die haben anscheinend sogar die Schlacht gewonnen gegen die 20er Armee von Liu Chong. Sich deshalb, weil die hier Verluste bekommen haben. Aber auch schon wieder verstärkt haben. Hier, die haben 45% Verstärkungsrate. So, er ist abgehauen. Kann ich die jetzt angreifen, ohne dass der andere eingreift? Ich glaube schon. Ja. Dadurch, dass er jetzt im Wasser ist, kann er nicht mehr eingreifen. Und ich bekomme sogar noch Unterstützung durch Yuan Shu. Weg damit. Mit jedem Sieg wächst mein Ruhm. So, eine Wasseruhr. Die nehme ich sehr gerne. Die erhöht nämlich Nachschub. Gewährt ihnen Würde im Tod. Meine Treue ist so stark. Das hat auch sehr gut funktioniert. Marschieren! Den Hinterhalt legen. Sollen sie in die Falle tappen? So, die Wasseruhr lasse ich mir schmecken. Gegen das Recht zu handeln. Aber hier steigt trotz all dem die öffentliche Ordnung in Wei. Rebellische Bevölkerung. Aber sie steigt schon mal überall, das ist gut. So. Hier geht jetzt nach und nach unser Vorrat zur Neige. Ich meine, es ist Winter und wir belagern eine feindliche Stadt. Da wird bestimmt jetzt einen Ausfall machen. Nun denn, soll das so sein. So, kann ich das Ganze hier nach Eifer sortieren? Ja, kann ich. Sehr hoher Eifer. Na, ich denke, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Am ehesten in den Regionen, wo die öffentliche Ordnung darunter leidet.
Hier in Shangyong haben wir das Problem. So. Das sollte sich jetzt in der nächsten Runde verbessern. Damit belagert. Und die segeln weiter den Fluss hinauf. Ja, aber dieser Frieden, den wir mit den gelben Turban-Rebellen an sich haben, der kommt uns wirklich sehr zugute, weil das spart mir hier eine Menge Schlachten. Gegen die haben wir ja auch sehr, sehr viel gekämpft. Und das steht jetzt hier schon seit längerem aus. Wir haben noch 15 Nahrung. Okay, das ist nicht so gut. Weiter geht's. So, der macht einen Ausfall. Das delegiere ich jetzt. Lass sie gehen und Buße tun. So, Gongdu ist schon wieder zurückgekehrt. Das heißt, das mit dem Feldzug da auf das Dorf, das kann ich erstmal wieder verwerfen. Das war's dann erstmal. So, die Dschungelkönige führen wieder Krieg. Verstärkung der Angreifer. Die Belagerung dauert an, doch unsere Angriffstruppen sind erschöpft und die Vorräte werden knapp. Ein nahegelegenes Dorf, das treu und reich an Ressourcen ist, könnte uns möglicherweise helfen. Sollen wir sie zu Hilfe rufen? Nee, dadurch geht Bevölkerung verloren in der Region. Keine Verstärkung. Wir schlagen zu wie die Stadt erobern wir jetzt erstmal. Unsere gerechten Taten wurden gesegnet. Sehr gut besetzt. Ich denke mal, auch hier haben wir bestimmt eine Million Bevölkerung, oder? Nee, 382.000, das ist sehr wenig. So, das Freizeithaus baue ich oben zur Hütte. Die Händler-Meldebehörde bauen wir dann auch entsprechend um, wenn die Zeit gekommen ist. Hier haben wir nicht so viel Bevölkerung. Okay, hier haben wir sehr wenig Bevölkerung. Also, wir haben eine Regionalstadt errichtet in Shangyong. Dann würde ich vorschlagen, wir bauen in der Region jetzt eine Pferdewechselstation. Wäre eine Option. Wir können aber auch noch eine Schule hier errichten. Reduziert auch die Kosten von Landwirtschaftsgebäuden. Ja, komm, wir bauen eine Schule. So. Schule steht. Ich baue ein Gericht. So, hier verändert sich die öffentliche Ordnung erstmal nicht weiter. Dann muss ich den Tempel erstmal auch noch nicht ausbauen. So, Dongpingling. Ich denke, die Garnison brauchen wir nicht mehr, die reißen jetzt ab. Baue ich die Poststation auf. Und Gutshöfe von Magnaten wurden in Chang'an errichtet. Und auch hier wird Zeit für die Windfegewerkstätte. Wir haben schon wieder eine Wasseruhr erhalten. Zhang Qingting und Su Li sind Freunde geworden. Ja, das sind jetzt die Truppen, die gemeinsam Seite an Seite gekämpft haben. Deng Sheng ist feurig und Liu Jingping ist pflichtbewusst. So, ein weiteres Ereignis.
Und es gibt keine Verbesserung für die Landwirtschaft, das ist schade. Aber hier haben wir zum Beispiel 20.000 Bevölkerungswachstum und 10 öffentliche Ordnungspunkte. Ja, das nehmen wir. Kostet auch nur 200. Und dann erhöhe ich jetzt mal die Steuern. Ich denke, das kann ich mir jetzt erlauben, oder? Ja, ich erhöhe mal die Steuern. Gut, dann Liu Yang kann ich von mir aus einen Aufstand haben. Das finde ich das Problem. Ja, das ist erstmal in Ordnung. So. Was machen wir mit den ganzen Rebellen? Ich wurde für diese Aufgabe geboren. Erstmal lege ich in den Hinterhalt. So. Wir schlagen zu, wenn sie verwundbar sind. Der hat auch nicht mal ewig auf die Musterung abgewartet. Ja, hier haben wir nur die Hälfte der Streitkraft. Hier fehlen immer noch so 70 Mann pro Einheit. Ist nicht gerade ungefährlich, was er da gemacht hat. So, 40 Nahrung. Ja, im Frühling sieht das ein bisschen besser aus. Sitz eines Kaisers. Plus 100% Einkommen aus Handel, plus 50% Einkommen aus Einquellen. Im lokalen Bezirk. Oder soll ich es doch weiter aufbauen? Ich warte mal noch. Bleibt wachsam. Zurück auf Ausgangsposition. So, hier setze ich jetzt über. Das Schicksal und nächste Runde erobere ich Sayosh. Was ich mit der Armee machen soll, weiß ich noch nicht ganz. Da verlieren wir ein bisschen zu viel Reichweite. Es muss ein fruchtbares Land sein, das so viele Menschen anlockt. Gehe ich hier in den Teil, ja. Da stehen wir nämlich genau dazwischen. Er muss belagern. Also, er belagert oder er rennt in den Hinterhalt oder es passiert sonst irgendwas. Ich kann ihn noch nicht angreifen. Was durchaus wahrscheinlich ist, dass er jetzt Leling erobert. Aber das lässt sich jetzt nicht verhindern. Das lässt sich leider nicht verhindern. Standhaft bleiben! So, hier verstärken wir für den Moment. Machen wir an den Hof. Ich will eigentlich niemanden rauswerfen. Wenn ich Glück habe, stirbt hier mit der Zeit irgendjemand. Der ist schon 60 Jahre alt. Das ist relativ wahrscheinlich, dass er stirbt. Der ist 51. Sisch ist auch 59 Jahre alt. Ja, gerade die ganzen Verwalter, die sind ziemlich alt mittlerweile schon. Lu Shi, auch 57 Jahre alt. Gucken wir uns noch eine Reform und dann geht's in die nächste Runde. Was haben wir denn hier? Plus 2 öffentliche Ordnung. Alle kommt rein. Dass ich das noch nicht erforscht habe. Was schalten wir hier frei? Das Justizgebäude. Wäre nicht mal verkehrt.
Okay, wir erforschen reguläre Palästina. Wer das Ohr des Kaisers hat, mag seine Worte hören und nach eigenem Ermessen interpretieren. Ich kann zudem auch mittelschwere Schwertkavallerie rekrutieren. Auch nicht verkehrt. Aber es hatte keinen Effekt. Es hat jetzt wirklich nur die Einheiten und die Gebäude als Vorteil, sonst ist da nichts. Okay, gehen wir in die nächste Runde. Ich denke mal, hier wird es eine Schlacht geben bei Liling. Hat sich das da jetzt Zwischenspeicher stand. Na klar, das habe ich mir gedacht. Achso, er hat nicht genug Reichweite, okay. Dann so. Und hier ist ein Hinterhalt gescheitert. Dann werden wir das nächste Mal diese Schlacht spielen gegen Xianglang. Ich bedanke mich hier recht herzlich fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.